Moinsens, meine Freunde, hier ist wieder euer Kohl und ich begrüße euch zum 22. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison 2014-2015. Es ist das Topspiel. Der Tabellenfünfte aus Augsburg empfängt den Tabellensechsten Bayer 04 Leverkusen. Und ja, wir haben jetzt das Ende der Woche der internationalen Spiele. Europa League und Champions League. Champions League war der erste Teil der Hinspiele im Achtelfinale, wo Bayer Leverkusen noch nicht vertreten war. Die hatten Pause, aber ja, Bayern hat gespielt. Leider nur 0-0 in Donetsk und hat Xabi Alonso verloren. Das lief nicht so wie erwartet. Gelb-rote Karte für Xabi Alonso und nur 0-0 in Donetsk. Das ist natürlich ja keine schlechte, aber auch keine gute Ausgangsposition. Das ist eigentlich eine gute Ausgangsposition für Donetsk, denn so reicht eben Unentschieden in München. Also ab ein Tor und dann Unentschieden reicht's fürs Weiterkommen, aber die Bayern werden zu Hause ordentlich Gas geben. Und ja, Schalke, wie erwartet, leider tapfer geschlagen, hat ja Huntelaar verloren mit einer Prellung. Oberschenkelprellung war es, glaube ich, oder Unterschenkelprellung, weiß ich jetzt gar nicht. 0-2 verloren, ein bisschen bitter. Gladbach hat in Sevilla in der Europa League 0-1 verloren. Ne. Nur Wolfsburg hat zu Hause gegen Sporting Lissabon 2-0 gewonnen und ist damit auf bestem Weg, eine Runde weiterzukommen. Aber jetzt konzentrieren wir uns hier auf das Spiel, wo ich gerade merke, na, ich sag mal lieber nichts. Bin mal gespannt. Und wieder Simon Rolf ist auf der Bank, wie im letzten Spiel. Also, ja, er war mal Kapitän und Stammspieler, jetzt, naja, scheint ihn der Trainer nicht mehr allzu sehr zu beherzigen. Und ich bin mal gespannt, wie sich die Augsburger hier schlagen, die natürlich nicht hier voll auf Angriff spielen werden wie Leverkusen, die hier doch der klare Favorit sind eigentlich, trotz der etwas schlechteren Ausgangsposition. Aber hier sind sie der Favorit und Stefan Kießling macht das hier bisher ganz gut. Die Augsburger lauern hier natürlich auf Fehler, um dann schnellstmöglich zu kontern. Aber Leverkusen verliert hier den Ball nicht wirklich, macht das hier ganz gut. Spielt sich hier wunderbar durch. Die Abwehr ist ein bisschen konfus. Die versuchen hier die Lücke zu finden, aber die Augsburger. Ja, okay. Das war ein schlechter Klärungsversuch von Bobadilla. Das passiert, wenn ein Offensivmann hinten klären muss. Aber gleich wieder geblockt von Heuberg diesmal. Oh, und der Ball kommt durch auf Castro. Der kann flanken, aber in der Mitte steht keiner. Aber dieser Klärungsversuch war ganz, ganz schlecht. Da hätte der Leverkusener abziehen müssen, aber hat es nicht getan. Glück für die Augsburger, die jetzt ihrerseits kontern können, aber man sieht es schon, Leverkusen steht hier ziemlich gut und Castro passt auf, fängt den Pass ab. Also es läuft für Augsburg noch nicht so hervorragend, dass hier wirklich was geht. Und dann ein Fanschuss, ich glaube es war Bender. Gut, der war unnötig, der war wirklich unnötig, es war gut rausgespielt, aber der Schuss war total unnötig. Ja, da muss der Torwart nicht mal ansatzweise reagieren, weil der, ja, ins dritte Obergeschoss geht. Damenunterwäsche und das ist nur was für die Statistik, dieser, ja, vermeintliche Torschuss. Und mal sehen, wann die erste Offensivaktion der Augsburger kommt. Hier, wunderbarer Pass von Altintop auf Dong und der macht ihn einfach mal rein. Erste Offensivaktion der Augsburger und die ist gleich drin. Der Schock für Leverkusen. Schöner Ball von Altintop. Dann kommt Leno raus, aber er zögert ein bisschen. Er zögert kurz und das nutzt der Koreaner aus. Da darfst du nicht zögern. Wenn du rauskommst als Torwart, musst du den Ball haben. Und ja, er zögert. Leno, ja, sieht da wirklich schlecht aus. Das ist, das muss man Leno wirklich ankreiden. Aber der Südkoreaner, die macht das hier auch wirklich ganz, ganz gut. Und so führt Augsburg überraschend mit 1-0. Aufgrund ja eines Torwartfehlers von Bernd Leno. Mal sehen, wie die Leverkusener diesen Rückstand, obwohl sie das dominierende Team waren, verdauen. Erste gute Torchance für die Augsburger. Und die sitzt. Das ist natürlich ein Schock.
für die Leverkusener und natürlich Motivationsschub für. Oh, da hat man Atem kurz geschockt. Da hat sich ja Bellarabi fallen lassen. Ich weiß nicht, ob er auf den Elfmeter gehofft hat, aber der Schiedsrichter hat gesagt, nee, nee, Junge, das ist keiner. Puh, da würde ich gerne nochmal die Wiederholung sehen. Da hätte es auch gut sein können, dass der Schiri pfeift und das wäre die Möglichkeit gewesen zum Ausgleich, aber so passiert hier nichts. Oh, ah, das war ein Foul von Bender, aber naja. Der Schiedsrichter lässt hier ein paar Sachen durchgehen und Leverkusen ist jetzt doch so ein bisschen perplex. Man merkt, sie haben nicht mehr so den Zugzwang nach vorne und sind geschockt, ob dieses ja, Rückstandes. Ja, aber jetzt kämpfen sie sich wieder nach vorne, spielen sich hier gut durch, aber Bender verliert den Ball und der Stürmer, der Augsburger, hält in der Defensive gut mit und mal sehen, was hier noch geht für die Augsburger oder für die Leverkusener, die hier schon wieder aufpassen müssen. Da ist schon wieder Dong, der Koreaner, aber diesmal Glanzparade von Leno. Also, ja, man sieht's, die Augsburger sind, wenn sie nach vorne kommen, brandgefährlich. Also da muss Leverkusen wirklich aufpassen, auch wenn sie gut nach hinten, gut nach vorne spielen. Nach hinten lassen sie doch einiges zu und es kommt immer wieder zu gefährlichen Situationen und vor allem durch den Südkoreaner, der hier die Führung schon erzielte. Hätte hier beinahe das 2:0 erzielt und das wäre natürlich ein richtig großer Schock gewesen für die Leverkusener. Aber ja, noch geht alles. Noch steht es nur 1:0. Aber die Augsburger kommen wieder über Altintop. Halil Altintop, der jetzt von ja, Dong eingesetzt werden sollte, aber der Ball wird geblockt. Und jetzt die Leverkusener wieder im Ballbesitz. Und jetzt ja, versuchen die schnell zu kontern. Aber die Augsburger hellwach und leiten ihrerseits Konter ein. Mal sehen, was jetzt daraus wird. Heuberg, der vom FC Bayern ausgeliehene. Oh, jetzt. Jetzt wird Leverkusen ein bisschen brutal. Also, da muss der Schiedsrichter langsam mal eingreifen. Die Grätsche war jetzt nicht ganz okay. Also, da muss der Schiri wirklich aufpassen, dass ihm das Spiel jetzt nicht aus der Hand leitet. Weil sonst wird es hier richtig, richtig brenzlig. Oh. Ah. Und wieder so eine Grätsche. Und ja, dann landet der Ball bei Çalhanoğlu und das Ding sitzt. Da natürlich ärgerlich. Also der Ballverlust ging eigentlich einen klaren Foul voraus. Also da werden sich die Augsburger ärgern, denn Altintop wurde von hinten gefoult und dadurch entstand diese Situation. Wirklich ärgerlich, aber gut rausgespielt. Der Ausgleich für Leverkusen. Ja, nicht hochverdient, aber ganz okay, wenn man mal davon absieht, dass das natürlich ein Foul gegen Altintop war. Was der Schiri dann nicht geahndet hat. Aber jetzt natürlich die Leverkusener mit etwas Oberwasser. Aber die Augsburger lassen sich hier nicht unterkriegen und leiten ihrerseits wieder einen schönen Angriff ein. Über den Koreaner, der hier leider den Ball verliert gegen Castro. Und da ist wieder Kiesling, der das Spiel schnell machen will. Auf Son, der verliert hier den Ball, aber oh, und dann Çalhanoğlu blockt den Ball. Oh. Also jetzt gehen die Augsburger fahrlässig mit ihren Chancen um. Und die Leverkusener versuchen jetzt natürlich noch vor der Halbzeitpause hier vielleicht sogar den Führungstreffer zu erzielen. Aber bisher klappt das nicht. Und das war wieder ein Foul. Also langsam reicht es hier wirklich. Der Schiri muss da mal eingreifen. Er hat jetzt schon Vorteil laufen lassen, aber so richtiger Vorteil wurde das nicht. Also Leverkusen, brutal will ich jetzt nicht sagen, aber doch sehr, sehr robust gehen sie in die Zweikämpfe. Und das muss der Schiri so langsam unterbinden. Sonst, ja, gibt es hier echt noch Probleme. Ah, Çalhanoğlu hier jetzt auf Bender. Der kann den Ball nicht vernünftig reinflanken. Und jetzt die Augsburger mal wieder im Ballbesitz. Jetzt über die rechte Seite, über Bobadilla. Aber der wird gleich bedrängt von Son. Aber Heuberg ist am Start und oh, ne? Der schöne Pass von
G, aber leider abseits. Also, ja, Augsburg kommt jetzt nicht mehr so richtig nach vorne, denn die Leverkusen machen das jetzt in der Defensive etwas schlauer und machen das vor allem auch. Oh, jetzt gibt es auch noch Gelb. Ja, gut, für das Einsteigen muss es auch mal Gelb geben. Ne, doch nicht? Gibt es keine gelbe Karte? Ja, doch. Also hat der Schiri dann doch mal Einsicht gezeigt und hat hier den Spieler nicht ermahnt, sondern diesmal verwarnt. Und das war echt nötig. Und hier, oh, Ballverlust, aber Baba, passt auf. Und jetzt Altintop. Altintop, ah, läuft leider nicht durch. Bender passt da gut auf. Und jetzt wieder die Leverkusener. Ja, die erste Halbzeit endet 1:1. Ja, ein bisschen unglücklich. Der Ausgleich. Gut gemacht von Augsburg. Der Führungstreffer, den Fehler genutzt von Bernd Leno. Die Leverkusen haben sich dann ja, den Ball erobert durch einen Foul und sich dadurch ja, das 1:1 erspielt. Das ist natürlich ärgerlich, aber da machst du nichts. Ganz unverdient war das jetzt auch nicht. Leverkusen mit deutlich mehr Ballbesitz, aber Augsburg mit den besseren Chancen. Und vielleicht werden diese dann auch in der zweiten Halbzeit fruchten und immer wieder diese Grätschen. Also das ist hier eine Sache, die ist noch ein bisschen nervig. Heuberg, ja, wollte Bobadilla anspielen, aber der Pass kommt nicht an. Der junge Spieler, der vom FC Bayern ausgeliehen ist. Und jetzt wieder der Konter über Çalhanoğlu, der hier wirklich falsch schnell ist. Und auf Son, oh, okay, Son hat die Seite gewechselt. Aber das wird auch nicht viel, oh, das wird, wollte gerade sagen, das wird nicht viel bringen. Ja, aber die kommen gut durch. Also, so ganz nichts bringen tut es nicht. Oh, jetzt müssen die Augsburger echt aufpassen. Jetzt macht Leverkusen hier ordentlich Druck. Aber zu zweit kriegen sie den Ball geregelt. Und ich glaube, ich werde mal wechseln. Denn so geht das gerade gar nicht. Nein, das wollte ich gar nicht. So, mal gucken, wen man denn reinholen kann. Ja, Bobadilla enttäuscht mich so ein bisschen. Den werde ich mal rausholen. Den holen wir mal, den stellen wir mal vorne rein. Und Parker. Ne, Parker kommt vorne rein. Wo war der nach links? Und Kayubi nach rechts? Ne, stopp, ne. Wo war ich denn da? Hä? Oh, jetzt habe ich mich verwechselt. Sorry, Leute. Obadia bleibt rechts. Kayubi geht nach links und Parker nach vorne. Er soll frischen Schwung im Offensivspiel bringen. Dong hat seine, ja, seine Aufgabe erfüllt. Er hat das Führungstor geschossen. Und jetzt sollen seine Teamkollegen hier dann doch vielleicht den Führungstreffer erzielen. Und wieder eine riskante Grätsche, aber die geht wieder gut. Also die Leverkusener sehr, sehr aggressiv. Und dadurch, ja, haben sie die guten Chancen hier, sich den Ball zu erobern. Na, das riecht nach Abseits von Stefan Kießling. Aber ist es nicht. Aber kein Problem. Oh. Auf der Linie. Oh, vor der Linie geklärt. Also das war richtig knapp. Gute Aktion von Manninger. Kommt da raus, klärt den Versuch. Und ja, dann kommt der Kopfball. Ich glaube, es war nochmal Kießling. Aber der konnte dann rechtzeitig vor der Linie geklärt werden. Und jetzt die Augsburger über die rechte Seite, über Bobadilla. Der wird bedrängt, aber kann sich den Ball zurechtlegen zu einer Flanke. Aber leider kommt der Ball nicht durch. Jetzt wieder der Konter über die Leverkusener, über Kießling, der sich weit hinten die Bälle holt. Und jetzt müssen die Augsburger in der Defensive aufpassen. Oh, schön mit der Hacke weitergelegt auf Bender. Aber Bender muss warten, denn es krückt keiner nach. Jetzt gibt es einen Vorteil. Wofür? Naja, jetzt wird der Schiri ein bisschen kleinlich. Und die Augsburger müssen jetzt aufpassen, machen das aber hier ganz gut und ihrerseits leiten sie jetzt den Konter ein über Altintop, der gleich mal bedrängt wird und abdrehen muss. Oh, dann mit dem Fehlpass wieder die Balleroberung und jetzt die Leverkusen. Mal sehen, ob sie wieder so schnell umschalten können. Aber, na, bisher rücken sie nicht so schnell nach. Oh, Kießling. Aber hier Balleroberung von Bayer auf Parker, der hier einfach mal weggecheckt wird, aber ja, noch im Rahmen. Ganz, ganz fair war es nicht. Aber unfair war es jetzt auch nicht, sodass der Schiri da nichts pfeifen muss. Oh, jetzt müssen die
Augsburger aufpassen. Und ja, da der Schussversuch. Aber der geht auch deutlich daneben. Kein Problem für die Augsburger Abwehr. Also jetzt wollen die Leverkusener hier doch die Führung erzielen. Aber es reicht bisher nicht. Ah. Dann ungenaue Pässe der Augsburger. Das muss auch nicht sein. So wird es nach vorne hin auch nicht viel. Und ja, erst recht, wenn so ein Einwurf dann kommt und dadurch ein Konter ermöglicht wird. Oh, schön gespielt. Auf die Außen von Brandt. Und jetzt, ja, Bönisch vielleicht. Nee. Seine Flanke wird geblockt. Und jetzt können die Augsburger ihrerseits kontern. Wenn es schnell geht. Es muss aber deutlich schneller gehen als sonst. Ah, Altintor verschleppt das Tempo ein bisschen. Muss warten auf Kajubi, der hier den Ball leider verliert, sich den noch ergrätschen kann, aber dann doch verliert. Und jetzt kommt der Konter über, ja, über Kiesling, über Çalhanoğlu. Und jetzt muss die Abwehr aufpassen. Kiesling schießt gern mal, aber gut geklärt. Jetzt wieder die Augsburger. Mit bedachtem Aufbauspiel. Hier schöner Pass auf Altintop, der kann sich durchsetzen. Kann flanken. Und, ach, Leno hat den Ball. Schade. Ärgerlich, ärgerlich. Gute Aktion. Oh, jetzt müssen die Augsburger aufpassen. Jetzt sind sie in der Defensive gefragt. Kiesling hier mit dem Dribbling. Aber, ja. Dribbelt sich dann fest. Und jetzt die Augsburger. Ihrerseits wieder im Ballbesitz. Und Konter über Parker. Der auf Heuberg. Der findet keine Anspielstation. Ah, doch jetzt. Aber Bayer wird geblockt. Schade. Guter Versuch, gute Idee. Aber die Leverkusener lassen da jetzt nicht mehr allzu viel zu. Nur dieser eine Fehler. Das wird den Trainer Roger Schmidt natürlich ärgern. Dass die haben diesen einen Fehler zugelassen. Wodurch sie in Rückstand geraten sind. Sonst waren sie eigentlich das bessere Team. Und ja, die Augsburger versuchen es jetzt nur noch durch Konter. Kommen nicht wirklich nach vorne. Leverkusen macht das hier sehr, sehr klug. Hält den Ball, versucht dadurch die Lücke zu finden, die Augsburger ein bisschen zu locken. Aber bisher fruchtet das Gott sei Dank noch nicht so. Jetzt mal wieder die Augsburger im Ballbesitz. Und mit dem Pass auf Kajubi, aber der ist nicht schnell genug. Ungenaue Abspiele, ja, das ist natürlich, ja, da pfeifen die Fans natürlich. Jetzt kommt der Wechsel, Simon Rolfes für Gonzalo Castro. Ja, Gonzalo Castro muss ja ein bisschen aufpassen, er ist schon gelb vorbelastet und da geht der Trainer lieber auf Nummer sicher. Er will keine gelb-rote Karte riskieren und wechselt den verwarnten Spieler deshalb aus. Oh, jetzt noch ein schönes, ja, Passspiel der Leverkusener. Oh, jetzt müssen die Augsburg wirklich aufpassen, nicht noch in letzter Sekunde hier ein Gegentor kassieren, das wäre besonders bitter und unnötig. Aber da wäre es beinahe passiert. Schön gemacht von Kiesling. Weitergeleitet auf Brandt. Und der köpft direkt auf den Torwart. Das ist natürlich mehr als nur ärgerlich. Und dann diese ungenauen Zuspiele in der Offensive, im Vorwärtsdrang. Das kann den Augsburger natürlich das Genick brechen. Und Parker hängt so ein bisschen in der Luft. Da müssen wir, glaube ich, mal was tun. Irgendwie ist Parker dann nicht gerade so geeignet. Dann packen wir lieber Bobadilla vorne rein. Der ist eine Kante und kann jetzt hier nach vorne. Und da ist Altintop mit der Flanke. Ah, schade. Gute Aktion. Schlussaktion, die Flanke, dann der Kopfball, der abgeblockt wurde. Und das Spiel endet mit 1:1, ein verdientes Unentschieden. Augsburg war die cleverere Mannschaft, hat die wenigen Chancen genutzt. Leverkusen hat aus ihrem Ballbesitz, ja, wenig gemacht. Man sieht's, hatten zwar doppelt so viele Chancen, aber das bringt nichts, wenn du, ja, fast 60% Ballbesitz hast, aber nichts aus deinen Chancen machst. Augsburg hatte zwei, hat daraus ein Tor erzielt. Hätte noch ein zweites machen müssen, hätte Dong das 2:0 erzielt, wäre die Partie, glaube ich, ein bisschen anders ausgegangen. So endet sie nach der ersten Halbzeit 1:1, in der zweiten Halbzeit eine Nullnummer, aber doch ein gutes Spiel. Mit dem Ergebnis kann Augsburg eigentlich mehr zufrieden sein als Leverkusen, also, naja, Leverkusen hat sich da bestimmt mehr erhofft. Die Augsburger halten dadurch ihren Vorsprung auf Leverkusen und ich denke aber mal, dass
Ja, Augsburg ist nicht zu unterschätzen. Ich sage, Augsburg gewinnt 1:0. Ich bin mal auf eure Kommentare gespannt. Was denkt ihr? Wie wird dieses Spiel ausgehen? Über eine Bewertung würde ich mich natürlich auch freuen. Und ich verabschiede mich wie gewohnt. Nicht vergessen, immer schön unsportlich bleiben. Reingehauen, wiederschauen. Tschaußens.